Wer war der berühmteste und erfolgreichste Pilot des Ersten Weltkriegs? Mit über 80 abgeschossenen feindlichen Flugzeugen wurde dieser Mann namens Manfred von Richthofen zur Legende. Aber wir kennen ihn besser als den Roten Baron. Wer war der Rote Baron? Warum hat er sein Flugzeug rot bemalt? Wie war er als Kämpfer? Und wie ist er gestorben? In diesem Video werde ich Ihnen das Leben des Roten Barons erzählen. Wenn Sie bereit sind, lasst uns anfangen. Wenn wir an den großartigen Moment des ersten Fluges in der Geschichte der militärischen Luftfahrt denken, fällt uns ein Ereignis ein, das 1911 während des Tripoliskrieges stattfand. Ein italienisches Flugzeug schwebte auf einer Aufklärungsmission durch den Himmel und ging in die Geschichte ein. Und dann, am 1. November, mit einem Ettrich-Taube-Modellflugzeug, das an Vögel erinnerte, wurde ein Luftangriff auf die osmanischen Streitkräfte in Libyen durchgeführt und Italien führte den ersten Luftangriff der Welt durch. Während sich Flugzeuge schnell entwickelten, begann 1914 der Erste Weltkrieg. Zu Beginn des Krieges spielten Flugzeuge, die Aufklärungsmissionen durchführten oder Bodentruppen angriffen, eine immer wichtigere Rolle und begannen miteinander zu kämpfen. Obwohl heute die Technologie des Flugzeugs im Mittelpunkt der Luftmacht steht, war in jenen Jahren der kritischste Faktor die Fähigkeiten der Piloten. In jenen Jahren begann ein Pilot hervorzustechen. Manfred von Richthofen, auch bekannt als der Rote Baron, ist auch heute noch das Idol vieler Menschen, die Kampfpilot werden wollen. Manfred von Richthofen, bekannt für seine überlegenen Fähigkeiten gegenüber feindlichen Flugzeugen, hat sich als einer der berühmtesten Kampfpiloten der Geschichte einen Namen gemacht. In einem Interview zwischen ihm und Erich Hartmann, der als bester Pilot der Welt bekannt ist, wurde Hartmann gefragt, wie fühlt es sich an, der beste Pilot der Welt zu sein. Hartmann antwortete, ich mag der Pilot sein, der die meisten Flugzeuge abgeschossen hat, aber der beste Pilot der Welt ist Manfred von Richthofen. Nach diesen kurzen Informationen wollen wir nun das Leben von Manfred von Richthofen genauer untersuchen. Manfred von Richthofen wurde am 2. Mai 1892 in Wrocław, das heute auf polnischem Gebiet liegt, als Kind einer preußischen Familie geboren. Richthofen begann schon in jungen Jahren mit dem Reiten und schrieb sich im Alter von 11 Jahren an einer Militärschule ein. Nach Abschluss seiner Ausbildung trat er 1911 dem Uhlan-Kavallerie-Regiment bei. Dieses Regiment bestand aus mutigen Menschen, die auf Pferden mit Lanzen kämpften. Mit dem Anstieg der Frontkämpfe, insbesondere seit Beginn der 1900er Jahre, und der Tatsache, dass fast jeder Krieg zu einem Frontkrieg wurde, nahm die Wirksamkeit der Kavallerieregimenter ab und viele Kavallerieregimenter in der deutschen Armee wurden aufgelöst. Viele der aufgelösten Regimenter blieben im Hintergrund. Richthofen wollte eine aktive Rolle im Krieg spielen und bewarb sich daher bei der Luftwaffe des Deutschen Reiches. In seinem Bewerbungsschreiben wurde er mit der Aussage, ich bin nicht in den Krieg gezogen, um Käse und Eier zu sammeln, sondern aus einem anderen Grund, in die Luftwaffe aufgenommen. Im Mai 1915 trat er offiziell der Luftwaffe bei. Richthofens erste Monate verbrachte er als Beobachter und es wird gemunkelt, dass er mit einem Maschinengewehr ein französisches Flugzeug abgeschossen hat, aber dies ist nicht sicher. Der Moment, der Richthofens Leben veränderte, war, als er Oswald Boelcke traf. Oswald Boelcke wird als einer der größten taktischen Genies aller Zeiten angesehen und hat einen großen Beitrag zu Richthofens Ausbildung geleistet und ihn taktisch stark beeinflusst. Richthofen sagte über Boelcke, ich bin nur ein Kampfpilot, aber er war ein Held. Richthofens erste Erfahrung mit dem Fliegen war schlechter als die eines durchschnittlichen Piloten. Er hatte Schwierigkeiten, das Flugzeug zu starten und zu fliegen, und hatte sogar einen kleinen Unfall. Aber dieser Misserfolg motivierte ihn noch mehr, und trotz widriger Umstände gelang es ihm, sein Flugzeug zu starten. Sogar bei Gewittern, wenn Blitze durch die Luft flogen und Blitze einschlugen, gelang es ihm, sein Flugzeug gegen alle negativen Befehle zu starten. Im Gegensatz zu vielen anderen Piloten bevorzugte Richthofen einen taktischen Ansatz anstelle eines direkten Kampfes und überraschte viele seiner Feinde.
Seine berühmteste Angriffstaktik bestand darin, die Sonne hinter sich zu haben und eine sichere Umgebung mit anderen Flugzeugen zu schaffen, während er das Ziel von oben verfolgte. Diese Taktik wurde zu einer der grundlegenden Strategien für Piloten des Zweiten Weltkriegs. Richthofens erste bekannte und berühmte Tat war das Abschießen des Flugzeugs des berühmten britischen Piloten Lanoe George Hawker. Nach diesem Kampf forderte Richthofen ein agileres Flugzeug und wechselte mehrmals das Flugzeug. Aber das Flugzeug, das am meisten mit Richthofen identifiziert wird, ist der Fokker Doktor 1. Es sollte jedoch beachtet werden, dass obwohl Richthofen für den Fokker Doktor 1 bekannt ist, sein erstes rot gestrichenes Flugzeug, für das er den Spitznamen der Rote Baron erhielt, der Albatros D-3 war. Es ist bemerkenswert, dass er den Spitznamen der Rote Baron erhielt, weil er sein Flugzeug rot gestrichen hatte. Das Flugzeug rot zu streichen war zu dieser Zeit ein sehr mutiger Schritt, da es aus der Ferne leicht zu erkennen war und sofort klar war, dass es Richthofen gehörte. Trotz der Warnungen seiner Vorgesetzten sagte Richthofen: "Ich möchte die Flugzeuge auffällig machen und den Feind wissen lassen, wer vor ihnen steht." Nachdem er im Januar 1917 sein 16. feindliches Flugzeug abgeschossen hatte, wurde ihm der höchste preußische Militärorden Pour le Mérite verliehen und er wurde zum Kommandeur der Jasta 11 JD1 ernannt, die er führte. Mit seinem rot gestrichenen Albatros-Flugzeug schoss Richthofen viele Flugzeuge ab und inspirierte auch andere Mitglieder der Jasta 11, ihre Flugzeuge rot zu streichen. Nach vielen erfolgreichen Luftkämpfen wuchs Richthofens Team und er selbst schrieb Geschichte, indem er an einem Tag 4 Flugzeuge abschoss. Obwohl Richthofen von vielen als gefühllos und kaltblütig beschrieben wurde, gab er seinen Soldaten Taktiken wie: "Konzentriert euch mehr auf die Soldaten als auf das Flugzeug und verfehlt sie niemals. Wenn es einen Beobachter gibt, versucht zuerst, ihn abzuschießen, dann müsst ihr euch keine Sorgen mehr um den Piloten machen." Im Jahr 1917 wurde der Rote Baron verwundet, kehrte jedoch bald auf das Schlachtfeld zurück und veröffentlichte seine Autobiografie. Diese Erfolge machten Richthofen zu einem der größten Helden Deutschlands. Obwohl es viele verschiedene Vermutungen über seinen Tod gibt, schlugen die Menschen aufgrund seiner Verletzung vor, dass er das Fliegen aufgeben sollte, aus Angst, dass sein Tod viele demoralisieren würde. Aber Richthofen betonte immer wieder, dass ein Soldat auf dem Schlachtfeld sein sollte und kämpfte weiter. Einen Tag vor seinem Tod, am 21. April 1918, erreichte er seine letzte Punktzahl von 80 abgeschossenen feindlichen Flugzeugen und starb. Es gibt viele verschiedene Vermutungen über seinen Tod. Am 20. April war es die erste Flugerfahrung von Manfreds Cousin Wolfram von Richthofen, der später einer der wichtigsten Kommandeure der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg werden sollte. Richthofen gab Wolfram und anderen neuen Piloten Anweisungen, keinen direkten Kampf einzugehen. Ebenso erhielten die kanadischen neuen Piloten, die ihnen gegenüberstanden, viele Anweisungen von ihren Kommandanten. Aber der junge kanadische Pilot Bob May ging in den Kampf mit Richthofen. Richthofen verfolgte May in niedriger Höhe und versuchte, seinen 81. Abschuss zu erzielen. Aber als der kanadische Kommandant Roy Brownier dies sah, nutzte er Richthofens niedrige Flughöhe aus und schoss ihn mit einem schnellen Manöver ab. Obwohl Richthofen tödlich verwundet war, gelang es ihm, sein Fokkerflugzeug zu landen und starb später. Eine andere Vermutung ist, dass Richthofen nicht von Roy Brownier, sondern von einer Flugabwehrkanone am Boden getroffen wurde. Aber die Wahrheit ist nicht genau bekannt. Als Manfred von Richthofen, der Rote Baron, starb, hatte er 80 feindliche Flugzeuge abgeschossen und war damit der erfolgreichste Pilot des Ersten Weltkriegs. Obwohl dieser Rekord im Zweiten Weltkrieg von einem anderen deutschen Piloten, Erich Hartmann, mit 352 Abschüssen übertroffen wurde, ist der wichtigste Faktor hierbei der Fortschritt in der Flugzeugtechnologie und Entwicklung. Richthofens Beerdigung wurde von französischen und kanadischen Soldaten mit großem Respekt und einer militärischen Zeremonie durchgeführt, wie auf dem Bild zu sehen ist. Dies zeigt, dass Richthofen auch den Respekt seiner Feinde gewonnen hat und als legendärer Pilot in Erinnerung bleibt.
Und das bringt uns zum Ende unserer Reise durch das faszinierende Leben des legendären Roten Barons Manfred von Richthofen. Von heroischen Luftkämpfen bis hin zu seinem unvergesslichen Vermächtnis hat uns dieser außergewöhnliche Mann verzaubert. Wir hoffen, dass diese aufregende Reise auch Sie genauso begeistert hat wie uns. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Blauer Himmel und sichere Landungen. Wenn Sie mein Video bis hierhin angeschaut haben und immer noch nicht meinen Kanal abonniert haben, abonnieren Sie bitte und vergessen Sie nicht, die Benachrichtigungsglocke einzuschalten. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr keine neuen Videos verpassen möchtet, abonniert doch bitte meinen Kanal, so seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was die Welt der gepanzerten Fahrzeuge betrifft.